Hatten Sie nicht eine Anfrage von der Grandezza für eine Story über sich? Da könnte man doch jetzt eine Story über Sie und Giselle machen. Giselle, zeig uns dein Gesicht. Oh mein Gott. Ihre Schwester wird heute kein Interview geben. Sie werden das an ihrer Stelle machen. Wie bitte? Ach du Scheiße, Frieda. Warum kommen Sie nicht einfach zu uns aufs Schloss? Der beste Ort, um sich auszuruhen. Findest du nicht, dass du dir ein bisschen viel zumutest? Du und Frieda unter einem Dach? Nein, ich find's besser so. Ich will keine Geheimnisse. Ihr seid Bombe, ihr zwei, wirklich. Ach, es hat so viel Spaß gemacht mit euch. Ich könnte das jede Woche machen. Oh nein. Ich? Sie wollen wirklich, dass ich mit Ihnen zu diesem Interview gehe? Ja. Und dabei werden Sie das hier tragen. Aber ich kann sowas nicht tragen. Oh ja, Sie können und Sie werden. Tore. Ich dachte, du hast irgendwas gefunden, was gegen die Rötung hilft. Es gibt nichts, was dagegen hilft. Zumindest nicht so schnell. Es gibt nur eine Lösung. Okay, und welche? Deine Schwester wird mit mir zu diesem Interview gehen. Okay, aber das Interview soll um dich und mich gehen und dass ich deine Muse bin und das Gesicht von LCL. Ja, das kann Jules alles der Journalistin erzählen und was die sonst noch so wissen will. Aber die wollten Fotos von mir machen. Schatz, Fotos von dir gibt's doch genügend. Was es nicht genügend gibt, sind persönliche Geschichten. Aus deiner Kindheit zum Beispiel. Und ich wette, Schulz hat die alle in ihrem schlauen Köpfchen abgespeichert. Da kann sie mal richtig aus dem Nähkästchen plaudern. Caro hasst es, im Mittelpunkt zu stehen. Genau, ich hasse das. Sie werden noch nicht im Mittelpunkt stehen. Im Mittelpunkt steht immer noch Giselle. Sie steuern lediglich die Informationen bei. So, schau mal. Frieda! Oh, hallo. Na, hallo Emma, na du Süße. Ja, wir kommen gerade aus der Apotheke. Ich habe ein bisschen was besorgt. Lavendelbäder, Wärmepackungen, Duftkerzen, alles, was man so braucht zur Entspannung. Dankeschön. Deine Ex Tanja war auch schon sehr zuvorkommend zu mir. Sie hat mir sogar ein Plätzchen im Kaminzimmer hergerichtet. Ja, sie gibt sich wirklich Mühe. Ja. Ich war überhaupt sehr überrascht, dass sie mich hier eingeladen hat. Ja, ich auch. Du, wollen wir vielleicht ein paar Schritte laufen draußen? Hab ich doch richtig gehört. Das ist ja meine süßeste Emma. Oh, ein Bild für mich. Das bin ich. Der Papi. Und du? Die ganze Familie. Ich probiere mal eins dieser Bäder aus. Danke nochmal. Ja, wollten wir nicht raus? Ich bin doch schlapp. Ein andermal vielleicht. Oh, dann lass uns doch zusammen rausgehen. Hm? Ja, gern. Sollen wir die Frau Linse mal fragen, ob die uns einen leckeren Picknickkorb mitgibt? Ja. Mama, hast du? Ja, ich komme. Ganz schön heiß, oder? Was sagt denn Bella dazu? Die ist stolz auf ihre Mutter. Na, mit Recht. Na, Männer? Olli, machst du mir einen Kaffee? Kommt sofort. Hier. Na, habt ihr schon Mittagspause? Gibt's ein Problem? Ich hab's auch gesehen, ne? Komm, du kannst stolz auf Charlie sein. Jetzt sag bloß, du wusstest nicht, dass Charlie die Dessous selbst präsentiert. Ja, natürlich habe ich das gewusst. Was denkst du denn? In ihrem Online-Store, wo das nur Frauen sehen, die das nachher auch bestellen und nicht die ganze Stadt. Darauf, dass die ganze Stadt uns jetzt sehen kann. Ich frag mich, was Ludwig wohl dazu gesagt hätte. Na was wohl, er wäre stolz auf dich. Oh, da bin ich mir nicht so sicher. Mich würde ja interessieren, ob schon Bestellungen eingegangen sind. Guck doch mal nach. Frank!
Dank. Das ist aber schön. Kannst du gleich mit uns anstoßen? Ich muss euch was zeigen. Was denn? Geht durch das Stadtmagazin. Ich weiß gar nicht, wie ich es euch sagen soll. Also wahrscheinlich hat jemand aus der Werbeagentur eure Bilder freigegeben. Aber den werden wir verklagen. Wen willst du verklagen und warum? Pass auf. Oh, unser Foto ist raus. Wow. Schön, gut sehen wir aus. Ihr wisst das? Ja, natürlich. Charlie hat schwer dafür gearbeitet, damit wir diese Annonce zum Sonderpreis bekommen. Guck mal, und einen Artikel haben sie auch über uns gebracht. Ja, Gräfin und Gastronomin im Dessous-Himmel. Das Interview, genau. Ihr habt ein Interview gegeben? Ach, wie süß. Er ist völlig aus dem Konzept. Ja, natürlich, aber ist euch echt klar, dass euch jetzt die ganze Stadt... Hey, die ersten Verkäufe. Du, wir müssen sofort neue Ware ordern. Gott, wer hätte gedacht, dass das alles so schnell geht? Oh. Das ist ja Mann, oh Mann. Klasse. What makes you so beautiful if you don't know how beautiful you are to me? You're not trying to be perfect, nobody's perfect, but you are. Sei froh, dass ich's nicht bin, denn der wäre schreiend weggelaufen. Schulz, jetzt primeln Sie nicht laufend an sich rum. Warum haben Sie überhaupt darauf bestanden, dass ich dieses Kleid anziehe? In dem Interview geht's doch nicht um mich, sondern um Giselle. Es geht um Mode. Wir repräsentieren Extravaganz, Glamour, Eleganz. Sie sind zwar beruflich bei uns in der Modewelt angekommen, aber was Ihre Kleidung betrifft, sind Sie immer noch in der Buchhaltung. Ich kann aber nicht repräsentieren. Und schon gar nicht... Glamour und all das. Keine Sorge, ein bisschen was von meinem Glanz wird schon auf Sie abstrahlen. Ach, Sie sind so ein eingebildet. Das war ein Witz. Ach so. Sag mal, du siehst aus wie ein gekochter Krebs. Ich hatte ein Chemical Peeling. Haben die das mit Chlorreiniger gemacht? Ach, komm, spar dir deinen dummen Kommentar, das brauche ich jetzt gerade gar nicht. Ich wollte für dieses Interview besonders schön aussehen, weil von diesem Interview so viel abhängt. Jetzt hast du es verkackt. Yep. Bleibt das so? Oh Gott. Hallo. Hallo. Entschuldigen Sie, unser zu spät kommen. Hallo. Ich hatte mir ein Interview mit mir und Giselle versprochen, aber Giselle ist leider ein wirklich wichtiger Termin dazwischen gekommen. Deswegen habe ich Ihnen Ihre Schwester mitgebracht. Caro Schulz kann Ihnen alles über Giselle erzählen, was Sie wissen wollen. Sie ist nämlich Ihre Zwillingsschwester. Niemand kennt Giselle besser als Sie. Und Caro soll dich jetzt bei dem Interview vertreten? Na gut, wenigstens stiehlt sie dir nicht die Show. Hey, sei froh, dass es nicht auf dem Höhepunkt deiner Karriere passiert ist. Oh Gott. Dieses Interview, das war meine letzte Chance. Schreib mal nicht, du bist das Gesicht von LCL. Ja, nicht, wenn Tanja von Lahnstein mich rauswirft. Sie will nicht, dass ich das Gesicht bin. Deswegen haben wir überhaupt dieses Interview nur gemacht. Damit wir Tatsachen haben, dass die Lahnstein nichts mehr dagegen machen kann. Was soll ich denn jetzt tun? Ich bin schon 30. Wenn ich den LCL-Auftrag verliere, dann... will mich doch überhaupt keiner mehr. Du könntest ja vielleicht noch als Hand- oder Fußmodel arbeiten. War nur noch so eine Idee. Caro Schulz kann Ihnen auch exklusive Einblicke in meine Arbeit geben. Sie ist nämlich nicht nur Giselles Zwillingsschwester, sondern auch noch Designassistentin bei LCL. Das heißt, Sie arbeiten zusammen? Ja, wir... Also ich bin seit einer Woche... Also eigentlich schon länger, aber da habe ich noch... Da war ich nur... Also ist ja jetzt auch egal. Ja, wir arbeiten zusammen. Übrigens, Gräfin, ist es etwas Entsetzliches passiert. Oh Gott, was denn? Die Fotos, die Sie und Frau Schneider gemacht haben. Sie wissen schon, diese sehr privaten Aufnahmen. Ja, ich weiß, welche Fotos Sie meinen. Was ist denn damit? Sie wurden unlängst in einem Magazin veröffentlicht. Weiß ich doch, Justus.
Ach, das will Sie wissen. Ach, oh, entschuldigen Sie bitte. Ich dachte, das wäre alles ein fürchterliches Versehen. Wieso? Gefallen Ihnen die Fotos nicht? Mir? Ach, mhm. Ich habe ja nicht so genau hingeschaut. Ach ja. Eigentlich gar nicht. Also so genau hingeschaut. Oh, Graf. Hallo. Herr Justus, würden Sie bitte in der Küche Bescheid geben, dass Frau Hansen ab jetzt mit uns essen wird? Selbstverständlich. Danke. Schämst du dich gar nicht, den armen Justus so in Verlegenheit zu bringen? Entschuldige, ich konnte nicht widerstehen. Frau Hansen begibt sich also in die Höhle der Löwen. Tanja hat sie ausdrücklich eingeladen. Tatsächlich? Oh, das ist bestimmt nicht leicht für Sie, unter einem Dach zu wohnen mit der Frau, die ein Kind von dir erwartet. Tanja hat sie sogar ins Krankenhaus gebracht. Sie war da für Frieda, als sie Angst um ihr Kind hatte. Hm? Und dem Kind geht's wieder gut? Ja, Sie sagen, das Hämatom kann sich von selbst zurückbilden. Voraussetzung ist natürlich, dass Frieda sich jetzt schont. Das heißt, keine körperliche Anstrengung, regelmäßige Untersuchungen. Ich hoffe einfach, dass sie sich hier wohlfühlt. Dann hatte Giselle ihre erste große Kampagne. Das war 2002. Anschließend hat sie die Agentur gewechselt und war im selben Jahr dreimal auf dem Cover der Rotfeld Glam Fashion. Das hat außer ihr noch kein anderes Model geschafft. Das ist langweilig. Sie haben doch gesagt, ich soll über Giselle erzählen. Ja, aber nicht irgendein Quark, den man in jedem Modeblog nachlesen kann. Erzählen Sie was Persönliches. Was ist denn Giselle für ein Mensch? Man denkt ja immer, Models sind oberflächlich. Giselle ist das überhaupt nicht. Sie ist klug und sensibel. Deshalb hat Herr Hellström sie auch zum Gesicht von LCL gemacht. Weil sie ihn zum Konzept für die nächste Kollektion inspiriert hat. Langweilig. Das haben Sie jetzt mindestens schon dreimal erzählt. Was soll ich denn sonst erzählen? Weiß nicht, vielleicht was Aufregendes, Skandalöses. Was Skandalöses? Über Giselle? Über wen denn sonst? In Ihrem Leben gibt's bestimmt keine Skandale. Was soll das denn bitte schön heißen? Dass Sie Unterhosen tragen, auf dem der Wochentag steht. Das ist praktisch. Und nur weil Sie Unterhosen tragen, auf denen nichts steht, heißt das noch lange nicht, dass Ihr Leben so viel aufregender ist. Das stimmt. Mit den Unterhosen hat das nichts zu tun. Eher noch mit dem, was darunter ist. Und mit der Lebenseinstellung. Ich gebe alles etwas lockerer an. Sie nennen das Lebenseinstellung, ich nenne das Schlendrian. Ich bin eben kreativ. Chaos anzurichten heißt noch lange nicht, dass man kreativ ist. Ich richte Chaos an? Ständig. Erst letzte Woche haben Sie die gesamte Designabteilung lahmgelegt, weil Sie eine sogenannte Feldforschung zum Thema Japan gemacht und dafür massenweise Sushi bestellt haben. Und stand das in irgendeinem Zusammenhang mit Ihrer Arbeit? Angeblich. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er einfach nur Hunger hatte. Ja, das stimmt sogar. Aber dann hat mich die Farbkombination der Maki-Röllchen zu einem neuen Bühnenkonzept inspiriert. Dafür hätte auch ein Foto gereicht. Und wenn Sie das nächste Mal eine Inspiration für die Farbe Gelb brauchen, wollen Sie dann ein Lagerfeuer bei LCL machen? Das ist doch Mumpitz. Ich finde es total schön, dass du jetzt wieder auf dem Schloss wohnst. Aber nur bis zur Geburt des Babys. Oh, und dann? Sie wissen schon, dass Sie hier bei uns willkommen sind, so lange wie Sie wollen, oder? Wir werden sehen. Wie lief es denn so beruflich in letzter Zeit? Hattest du interessante Aufträge? Mein letzter Auftrag war für einen Schmuckhersteller hier in Düsseldorf. Ich habe den Auftrag zum Glück noch fertig bekommen, bevor mir die Ärzte absolute Ruhe verordnet haben. Naja, falls dir mal langweilig wird, ich habe so ein paar ganz gute Liebesfilme auf DVD. Könnten wir uns einen schönen Filmabend machen. Ja, dann machen wir so richtig einen drauf. Und mit Rohkost und Fencheltee. Ja. Super. Rührselige Filme mit Marlene gucken. Danach braucht man eigentlich einen Schnaps. Entschuldigt die kleine Verspätung. Ich konnte mich nicht zwischen zwei Aperitifs entscheiden, also habe ich sicherheitshalber beide genommen. War bestimmt die richtige Entscheidung. Wusstet ihr, dass Justus verdammt stramm Martini mixt? Scusi. Übrigens, ich habe Justus gerade in der Küche gesehen und er hat sich ein Bild angeguckt, auf dem du und Charlie Schneider in Unterwäsche posierst. Und irgendwie sah so aus, als ob er Tränen in den Augen gehabt hätte. Naja, aber vielleicht habe ich mich auch getäuscht. Ich habe die Anzeige auch gesehen. Sieht sehr schön aus. Danke. Du erinnerst dich bestimmt, Frieda. Sie wird jetzt erstmal hier wohnen. Ja, natürlich. Willkommen. Cheers. Prost. Ach,
ist das schön. Die ganze Familie zusammen am Tisch. Samt Mätresse und Kuckuckskind. Sie dürfen es ihm nicht übel nehmen. Ach, das tue ich nicht. Ich habe einen Ruf zu verlieren. Das schwarze Schaf der Familie. Nicht immer einfach, aber ich gebe mir Mühe. Das merken wir, Tristan. Wir merken das. Der ist gut. Zahlen bitte. Macht 16,50. Ich nehme einen Kaffee. Danke. Hey, du warst vorhin so schnell weg. Ich wollte Charlie nur darauf aufmerksam machen, dass sie ganz Düsseldorf jetzt nackt sehen kann. Ja, ich habe gedacht, ihre Agentur hat das gemacht, ohne dass sie was weiß, verstehst du? Vor allen Dingen habe ich gedacht, dass sie das genauso aufregt wie mich. Aber? Aber? Sie ist begeistert. Das hätte ich dir vorher sagen können. Es gibt ja auch nichts, was sie zu verstecken hat. Darum musst du mich nur nicht erinnern. Also ich finde Charlie sehr mutig. Sie steht in der Öffentlichkeit und jetzt zeigt sie sich auch noch in Dessous. Du solltest eher stolz auf sie sein, anstatt hier so rumzumeckern. Jetzt weiß wenigstens jeder, warum du dich so glücklich schätzen kannst. Ja, alle wissen es, alle meine Kollegen. Samt dem Polizeichef. Also meine Schicht fängt gleich an, aber wenn du einen Rat willst. Lieber Frank, du weißt doch genauso gut wie ich, dass wenn Charlie sich irgendwas in den Kopf gesetzt hat, sie nicht zu bremsen ist. Also finde dich schnell damit ab. Es gibt nichts, was du dagegen machen kannst. Schönen Tag. Schlau mal. Das wollen wir noch mal sehen. Entschuldigung, darf ich mal ganz kurz? Was soll das? Hey, 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 hey. Extra scharf. Burritos gibt's doch. Herr Hemke. Hallo? Auch einen Kaffee können Sie haben. Und der geht aufs Haus. Herr Wolf, was machen Sie denn hier? Wo ist Emilio? Er ist in Venezuela. Besucht seine Mutter im Krankenhaus. Hoffentlich nichts Ernstes. Wir sind die Becher. Ne? Ja, irgendwas mit der Niere. Die wird noch untersucht. Hm. Ja, dann sagen Sie ihm mal einen schönen Gruß und gute Besserung, wenn Sie ihn sehen. Herr Hemke? Das Wort Mätresse ist ein bisschen aus der Mode gekommen, aber ich finde absolut nichts Verwerfliches dran. In diesem Fall ist der Begriff allerdings schlicht unzutreffend. Hm. Wissen Sie, das ist bei uns schon eine alte Familientradition. Unser ältester Bruder Hagen hat auch ein uneheliches Kind in die Welt gesetzt. Und ich meine, die beiden Frauen haben sogar zusammen hier auf dem Schloss gelebt, oder? Also ich bleibe nur bis zur Geburt des Kindes hier. Obwohl ich mir gut vorstellen könnte, dass Sebastian sie nicht so schnell gehen lässt.
Immerhin könnte es sein, dass sie ihm einen Sohn um einen gebären. Ach so, das Balk von Hagen zählt nicht. Ich glaube, er hat die Vaterschaft nie anerkannt. Und Hagen ist jetzt wo? Der ist irgendwo auf dem Meeresgrund. Was bedeutet, dass Sebastian jetzt der Erste in der Erbfolge ist. Und wenn sie ihm einen Sohn schenken, dann hätte er endlich einen Stammhalter. Ja, entschuldige mal, aber du hast ja nur ein Mädchen zustande gebracht. Ich habe aber noch nie geglaubt, dass männliche Nachkommen den weiblichen in irgendeiner Weise überlegen sind, Tristan. Und ich finde, du bist gerade ein ganz gutes Beispiel dafür. Aber trotzdem bleibt ein Stammhalter. So ist das mit der Familientradition. Oder, Sebastian? Ja, ich befürchte nur, dass sich hier niemand dafür interessiert, was deine Ansichten zum Thema Familie sind. Oh, entschuldige, ich dachte, dass es Frieda vielleicht interessieren könnte, weil sie ja demnächst Teil der Familie ist. Also, falls Sie Sebastian zurückerobern wollen, dann könnte das Ihr Trumpf sein. Hm? Danke für den Tipp. Kriegen wir eigentlich noch was zu trinken hier? Tja, Tanja, da stehst du schon spektakulär von den Toten auf. Und was nutzt es dir? Gar nichts. Tristan, lass es. Jetzt guck dir doch Frieda bitte mal an. Sie sieht genauso aus wie Tanja. Nur 10 Jahre jünger und mit besserem Charakter. Ist genau die Frau, die Sebastian immer wollte. Sehr charmant, Tristan, wirklich. Sebastian, du wolltest doch eine neue Familie gründen, weil du gedacht hast, dass du bei Tanja den Stecker ziehen musst. Und jetzt sitzt du hier und überlegst, welche von den beiden Frauen die richtige für dich sein könnte. Habe ich recht? Und du sitzt hier und spielst den Familientherapeuten? Ja, also immerhin habe ich selber lang genug beim Therapeuten gesessen. Und ich weiß genau, was in deinem Kopf vorgeht. Du glaubst, dass du hier oben die richtige Entscheidung getroffen hast. Aber auch ein Kontrollfreak wie du kann seine Gefühle nicht von heute auf morgen einfach abstellen. Ich nehme noch was. Und was von dem Roten. Das Konzept für die letzte Show habe ich bestimmt 3-mal über den Haufen geworfen. 5-mal. 5-mal, meinetwegen. Nein, nicht nur ihretwegen, auch weil Rebecca von Lahnstein nicht damit einverstanden war. Ja, ja. Frau Schulz ist sehr genau. Er meint pedantisch. Das haben Sie jetzt gesagt. Und Sie haben es gedacht. Sie können meine Gedanken lesen? Gott sei Dank nicht. Aber ich kenne Sie. Dann wissen Sie auch, dass ich Ihre korrekte Art durchaus zu schätzen weiß. Bin ich Ihnen mal wieder den Allerwertesten rette. Machen Sie nur weiter, das ist sehr unterhaltsam. Und liefert mir jede Menge Stoff. Ja, Schulz hat recht. Sie hat mir ja schon öfter den Arsch gerettet. Manchmal sind Ihre Ideen aber auch ganz gut. Muss ich zugeben. Wie sind Sie eigentlich an Ihren Job gekommen? Ja, Schulz, erzählen Sie doch von Ihrem kometenhaften Aufstieg. Ja, natürlich. Ich... Ach Gott. Bin gleich wieder da. Ich hatte Ihnen ja exklusive Einblicke in meine Arbeit angekündigt. Ich denke, ich habe Ihnen nicht zu viel versprochen. Übrigens waren Sie schon mal in Arizona. Bist du irre? Was machst du hier? Dir helfen. Es tut mir so leid, dass du das wegen mir machen musst. Ich weiß, wie sehr du sowas hast. Das ist schon in Ordnung. Ist wirklich kein Problem für mich. Ach, das ist total lieb, dass du das sagst. Du, ich habe dir ein paar Notizen gemacht mit Stichpunkten über mich. Das hilft dir bestimmt. Danke, die brauche ich nicht. Dann läuft's gut? Ja. Ich glaube, es läuft ziemlich gut, ja. Bleib hier. Frank, schlechter Zeitpunkt. Gibt's dafür einen guten Zeitpunkt? Ja, das Ding ist kaputt, ich kümmere mich drum. Komm, gib einfach her. Olli, gib einfach her! Gut. Du stehst auf Charlie. Ist ja nun nichts Neues. Und auf Elisabeth. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ach nee. Hast du dich rausgerissen? Frank? Und die hier alle auch? Das kann ich erklären. Nee, ich hatte schon verstanden. Du versuchst, die Ehre meiner Tante zu retten, egal ob sie es will oder nicht. Ganz abgesehen davon, glaubst du wirklich, dass es eine gute Idee ist, das genau da zu entsorgen, wo Charlie es garantiert finden wird? Bring die erstmal mit zu uns.
Du kannst dir schon mal eine gute Ausrede überlegen, wenn Charlie das rausfindet. Wir beide wissen, sie wird es rausfinden. Hier bist du. Und? Wie fühlst du dich? Gut. Aber ich werde trotzdem nicht hierbleiben. Aber doch hoffentlich nicht wegen des Unsinns, den Tristan gerade von sich gegeben hat. Das war nicht alles Unsinn, was er gesagt hat. Doch, das war's. Er hat uns einfach nur vor Augen geführt, wie kompliziert diese ganze Situation mit uns ist. Dass es kompliziert ist, das wussten wir aber auch schon vorher. Trotzdem werden wir es schaffen, wie erwachsene Menschen mit der Situation umzugehen. Genauso wie wir es geschafft haben, dieses Essen zivilisiert zu Ende zu bringen, ohne dass ich meinem Bruder an die Gurgel gegangen bin. Ich mag ihn. Zumindest hat er sich sehr bemüht, mich gut zu unterhalten. Dann willst du ja vielleicht doch noch hierbleiben. Ich brauche jetzt kein Entertainment, sondern vor allem Ruhe. Und in dem Wellnesshotel, wo ich vorher war, da ist es eindeutig ruhiger. Ich kann dich nicht überreden. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du es gar nicht erst versuchst. Aber The Wave kenne ich nur von Fotos. Um noch mal auf Giselle zurückzukommen. Nein, ich denke, das Thema haben wir genügend besprochen. Ich würde lieber mehr über Ihre Arbeit erfahren. Sehr gern. Schulz, übernehmen Sie das doch. Ich gehe mal ganz kurz telefonieren. Ja, ich habe Ihnen ja schon bereits berichtet, dass Herr Hellström sich gerne von gutem Essen inspirieren lässt. Aber auch von ganz anderen, unterschiedlichen. Was machst du noch hier? Ich dachte, ich warte auf euch. Bist du wahnsinnig geworden? Wenn irgendjemand dich erkennt oder vielleicht noch ein Foto von dir macht, dann bist du weg vom Fenster. Mach dir keine Sorgen, Caro macht das super. Aha. Und hat sie erwähnt, dass ich das neue Gesicht von LCL bin? Ja, hat sie ungefähr 100.000 Mal. Außerdem hat sie alle deine Titelseiten aufgezählt und jeden Exklusivvertrag. Dann seid ihr bald fertig. Nein, jetzt geht es um mich und meine Arbeitsweise. Okay. Soll ich in der Nähe bleiben? Ich könnte am Telefon... Nein, danke. Wir kommen wirklich auch super ohne dich klar. Und jetzt mach, dass du hier wegkommst, bevor dich noch irgendjemand hier sieht. Da bin ich wieder. Ihre Kollegin hat Sie würdig vertreten. Ja, da bin ich mir ganz sicher. Das ist ja schön. Hallo. Wir müssen dir unbedingt was zeigen. Charlie, kann ich uns einen Kaffee machen? Ja, ja, gerne. Den ganzen Champagner brauche ich einen klaren Kopf. Ja. Überraschung. Du bist auf der Online-Seite der Candelza? Ja, Überraschung. Sie haben uns ins Netz genommen. Wegen der großen Nachfrage. Und jetzt stell dir vor, was John mir erzählt hat. Irgendjemand hat im Schneiders aus sämtlichen Magazinen die Seite mit unserer Werbung rausgerissen. Tatsache. Ist das nicht crazy? Ich meine, wer macht sowas? Also, wir tippen ja auf die Konkurrenz.
Hast du noch irgendwo Zucker, Jan? Nee, ich komme ja nicht mehr zum Einkaufen. Aber im Grunde genommen hat uns diese Sabotage nur genutzt. Ich meine, die Leute im Schneiders waren dann natürlich besonders neugierig, was für eine Seite da fehlt, und wollten es unbedingt lesen. Und unser Internetshop brummt. Es trudelt eine Bestellung nach der anderen ein. Ist das nicht toll? Ich muss noch mal los. Von mir aus kann es mehr so verrückt in Düsseldorf geben. Das belebt das Geschäft. Hemke, denkst du an Zucker? Beim Brainstorm kommen mir die verrücktesten Ideen. Das ist schon gut, wenn man eine Kontrollinstanz hat, die einen ab und zu mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückbringt. Das ist dann in der Regel mein Job. Wobei sie die härteste Kritikerin ist, die ich kenne. Das kommt wohl noch aus ihrer Zeit aus der Buchhaltung, als sie noch für mein Budget zuständig war. Das heißt, Sie haben als Buchhalterin angefangen? Ja. Ich habe mich für eine Ausbildung in der Designabteilung beworben. Aber meine Bewerbung ist auf dem falschen Stapel gelandet. Ein Missverständnis, weil ich eine Ausbildung zur Buchhalterin habe. Ja, ich weiß, was Sie jetzt denken. Buchhaltung und Modedesign, das passt nicht wirklich zusammen. Fast ein bisschen schizophren. Ein bisschen. Zahlen haben mir immer Sicherheit gegeben. Ich kann sie kontrollieren. Am Ende kommt immer ein Ergebnis heraus. Eins und eins ist zwei. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Ihre anachronistischen Redewendungen sind übrigens auch eine unerschöpfliche Inspirationsquelle. Aber jetzt, wo ich endlich das tue, wovon ich schon immer geträumt habe, da erkenne ich, wie befreiend es sein kann, loszulassen. Nicht alles kontrollieren zu wollen. Einmal fünfe gerade sein lassen. Also ich hatte Angst. Ich habe gedacht, wenn Schulz einmal fünfe gerade sein lässt, dann regnet es garantiert Frösche oder so. Gott sei Dank habe ich in Herrn Hellström einen Meister seines Fachs gefunden. Im fünfe gerade sein lassen macht ihm so schnell keiner was vor. Ja, und so wurde die Erbsenzählerin aus der Buchhaltung erst Praktikantin, dann Trainee und schließlich Assistentin in der Designabteilung. Alles innerhalb weniger Monate. Ja, manchmal kann ich es selbst kaum glauben. Naja, am Anfang war ich schon ein bisschen skeptisch. Ich dachte, aus einem Bürohengst wird einfach kein Zirkuspferd. Bürostute, wenn überhaupt. Sie sind immer noch eine fürchterliche Pedantin, aber ich weiß jetzt, dass Sie mehr sind als nur das. Sie haben in den letzten Monaten eine erstaunliche Entwicklung genommen und ich bin sehr gespannt, was sonst noch so in Ihnen steckt. Bitte nennen Sie mich Justus. Justus. Und ja, das Taxi steht bereit. Dankeschön. Geh nicht. Ach, Sebastian. Das hat mir doch schon so oft. Dass ich nicht hier wohnen will, hat doch nichts damit zu tun, dass ich dir das Kind vorenthalten will. Bitte mach dir keine Sorgen, ja? Ich melde mich. Aus dem Hotel. Gib mir eine Minute, ja? Justus, Sie können gehen. Und mein Gepäck? Das trage ich für dich, wenn du wirklich gehen willst. Danke nochmal. Du sagst zwar, deinen Entschluss gehen zu wollen. Hätte nichts mit dem zu tun, was Tristan gerade gesagt hat, aber das glaube ich dir nicht. Ja, mag sein, dass er gerade ein paar unangenehme Wahrheiten präsentiert hat. Und ja, ich weiß immer noch nicht, wie ich mit der Situation umgehen soll. Aber in einem Punkt, da hat er auf jeden Fall recht. Du gehörst ab jetzt zu dieser Familie. Ich weiß nicht, ob Tanja das auch so sieht. Wir werden eben alle lernen müssen, mit der Situation umzugehen. Und je früher wir damit anfangen, umso besser. Ich will ja auch, dass wir alle ein gutes Verhältnis haben, aber manchmal ist es einfacher, wenn wir nicht alle unter einem Dach wohnen. Was glaubst du eigentlich, wie oft ich mich schon gefragt habe, warum ich mir das alles antue? Aber so zerstritten diese Familie auch manchmal ist. Sie hält zusammen wie Pech und Schwefel. Diese Familie wird alles dafür tun, damit es dir und dem Kind gut geht. Und deshalb willst du, dass ich hier bleibe, ja? Wegen deiner Familie? Nein, weil ich dich hier haben will.
Frieda, ich will einfach auf euch aufpassen dürfen. Auf dich. Du hast bitte was? Du, das war eine Übersprungshandlung. Die stand unter Schock. Was sagt Charlie dazu? Ja, die weiß natürlich von nichts. Hey, Leni, machst du mir eine Cola? Wie auch, bitte. Was weiß Charlie noch nicht? Der Kommissar hier hat sämtliche Ausgaben des City Guide mitgehen lassen, in denen Charlies Foto abgedruckt war. Hallo? Das war vertraulich. Ich dachte, du unterstehst der ärztlichen Schweigepflicht. Ich wusste nicht, dass du Voyeur bist oder Kleptomane oder beides und daher ein medizinisches Problem vorliegt. Außerdem findet es Charlie sowieso raus. Warum sagt ihr das dauernd? Egal, wo ich sie treffe, sie weiß immer, wie ich drauf bin, ob es bei mir auf der Arbeit glatt läuft oder nicht. Stimmt, und Olli sagt, sie kann Gedanken lesen. Von Charlie kannst du nichts geheim halten. Erst guckt sie dich so komisch an. Ja, echt. Und dann löchert sie einen mit Fragen, bis man irgendwann alles gesteht. Sogar Sachen, die man gar nicht gemacht hat. Könnt ihr damit jetzt bitte mal aufhören? Es hat sich nämlich herausgestellt, dass es überhaupt nichts zu beichten gibt. Weil meine Aktion die beste Werbung für die beiden war. Also im Grunde genommen müssen sie mir dankbar sein. Ich muss es ihr sagen. Wir müssen Donnerstag die Pokale reinigen. Ach, Justus. Bringen Sie das Gepäck bitte in die Gäste-Suite. Frau Hansen bleibt doch noch bei uns. Ja, sehr wohl. Du hast den Grafen gehört. Bitte bring das Gepäck auf die Suite. Ja, bitte. Frieda bleibt. Und das, obwohl du dir wirklich alle Mühe gegeben hast, sie zu vergraulen, nicht wahr? Oh, ich hatte nicht die Absicht, irgendjemanden zu vergraulen. Und ich weiß, dass du mir am liebsten einen in die Fresse hauen würdest. Aber alles, was ich gesagt habe, ist die Wahrheit. Also du zwischen zwei Frauen, ich kann mir nicht vorstellen, dass es gut gehen würde. Du musst dich irgendwann entscheiden. Es war die richtige Entscheidung zu bleiben. Ich hoffe es. Tristan meint es nicht so. Der macht gerade echt eine schwere Phase durch. Und Tanja, zu einer Zeit im Koma, ich glaube, die geht an niemandem spurlos vorbei. Sie hat sich verändert, weißt du? Sie ist offen und ehrlich. Sie spielt keine Spielchen mehr. Zu mir war sie auch nett, irgendwie. Und damit bindet sie natürlich Sebastian noch fester an sich. Du glaubst, sie macht das aus Berechnung? Sie meint das ernst. Sie hat sich dazu entschieden, mit Sebastian ganz neu anzufangen. Sie ist wirklich bereit, dazu sich zu verändern. Gar nicht so einfach. Jetzt verstehe ich, warum du dich entschieden hast, zu bleiben. Du machst dir doch noch Hoffnungen auf Sebastian. Oder besser, wieder. Du hast lange gebraucht, um mich auf Frieda einzulassen. Aber du hast es getan. Und dann wolltest du doch mit ihr zusammen sein. Aber dann ist Tanja aufgewacht und das hat eben alles verändert. Fast alles. Du stehst immer noch auf Frieda. Das ist Quatsch. Ich liebe Tanja. Bist du sicher? Oder hast du dich vielleicht für Tanja entschieden, weil du dich verpflichtet fühlst und weil du ein schlechtes Gewissen hast, dass du dich auf Frieda eingelassen hast? Tristan, ich habe Tanja schon geliebt, da kannte ich Frieda noch nicht mal. Aber jetzt kennst du Frieda. Und jetzt weißt du auch, wie einfach es mit dir sein könnte. Und der Gedanke lässt dich nicht mehr los. Ich werde dir einfach sagen, dass ich die Magazine zurücklege und dann ist das Thema durch. Das sollte als Strafe genügen. Wobei, wenn Charlie richtig sauer ist. Aber naja, sie wird dir jetzt schon nicht gleich den Kopf abreißen. Und wenn schon. Aufheben, kühl lagern und ich nähe dir dann wieder an. Wahnsinnig komisch. Hm. Musst du nicht weiter? Hm, nein. Hey, habe ich doch richtig gehört. Hallo. Hey. Grüß dich, Ricardo. Ich war bei Olli und habe Zucker geholt. Du hast ihn ja vergessen. Hm. Rate mal, was ich da gefunden habe.
Olli wollte dicht halten, aber ich habe ihn zum Reden gebracht. Was hast du dir denn dabei gedacht? Wolltest du die alle für dich haben? Ich würde es dir ja gönnen. Aber in diesem Fall hast du keine Chance. Tanja und Sebastian gehören zusammen. Dann kann meine Anwesenheit hier ja auch keinen Schaden anrichten. Nein, es sei denn... Es sei denn was? Es sei denn, du würdest dich doch dazu entschließen, um Sebastian zu kämpfen. Wenn Sebastian mit Tanja glücklich ist, werde ich dem nicht im Weg stehen. Und wenn du das Gefühl hast, dass er unglücklich ist? Gegen eine Frau, die im Koma liegt, hast du keine Chance. Aber jetzt ist Tanja wieder wach. Vielleicht hat Sebastian jetzt das erste Mal die Möglichkeit, sich wirklich zu entscheiden. Wie gesagt, Tanja und Sebastian sind füreinander geschaffen. Also mach dir keine zu großen Hoffnungen. Wenn du meinst. Das ist ziemlich gut gelaufen. Das kann man wohl sagen. Obwohl, ich finde, Sie haben ein bisschen dick aufgetragen. Wieso? Frau Schulz hat ihren ganz eigenen Blick und dieser Blick kann sehr hilfreich und inspirierend sein. Wieso, stimmt doch. Sie machen sich über mich lustig. Nein, ich meine das ernst. Sie können eine Plage sein, aber auch eine Inspiration. Stellen Sie Ihr Licht nicht immer unter den Scheffel. Sie sind gut. Und Sie können auch viel besser sein, wenn Sie ein bisschen mehr aus sich herausgehen würden. Wie bei dem Interview eben. An Ihnen schlummert ein Vulkan. Und ich möchte nicht dabei sein, wenn der ausbricht. Obwohl, vielleicht ja doch. Habe ich Ihnen schon gesagt, dass Sie hervorragend aussehen im Kleid, was Sie da unter Ihrem Filzmantel tragen? Nein, haben Sie nicht. Haben Sie das nicht gemerkt, Schulz? Sie haben alle umgehauen. Die Pressetante, den Fotografen. Mich.